willkommen zum Tabata. An sich, den Ablauf kennt ihr ja schon aus den ersten zwei Videos. Heute eine Variante mit Stühlen. Laura und ich machen es zusammen, deswegen stehen bei uns die Lehnen aneinander. Wenn ihr das zu Hause alleine macht, unbedingt die Stühle bzw. den Stuhl an eine Wand stellen oder ihr nehmt die Rückenlehne von eurem Sofa, sollte es im Raum frei stehen. Dieses Mal sind es keine 8 verschiedenen Übungen, sondern nur 4, die sich wiederholen. Und zwar ist die erste Übung der Wechselsprung. Die zweite Übung ist das Bizeps-Training. Die dritte Variante, deswegen liegt bei mir nämlich hier ein Kissen, weil ich den Holzstuhl habe, ist angenehmer zu liegen, ist der Rückenstrecker. Das heißt, er liegt auf dem Stuhl und kommt mit dem Kopf nach oben, beziehungsweise mit dem Rücken. Und fallt hoffentlich nicht vom Stuhl. Und die vierte Übung ist die Liegestütz oder der Liegestütz. Und dann wiederholen sich die 4 noch einmal. So, wir legen los. Ihr geht schon mal alle in die Wechselschrittposition. Am besten rechten Fuß aufliegend und dann starten wir. Welcome to Tabata. Here we go in 5, 4, 3, 2,